Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cossack. Ja, da sind wir auch schon. Hier ist unser Held übrigens. Da, so sieht er aus von der Seite. Juhu. So, und wir spielen Cossack weiter und wollen uns jetzt in diesem neuen Lager hier, ja. Okay, so klappt das schon mal nicht. Hey du, was schleichst du da rum? Ha, das war doch gut. Er macht einfach nur mit der Schulter zucken. Ihr weiß es nämlich selber nicht besser. Und zwar... Ach ja, ich muss mir mal dran gewöhnen, dass wir jetzt hier nur noch 20 bis 25 Minuten hier machen. Was heißt noch? Nur noch. Das heißt ja, es ist ja logisch, dass wir das machen wollen. Wie ist die Lage? Ah, das wollte ich doch gar nicht. Pass auf deinen Rück. Ja, ja, ich pass auf mein... Was war das denn? Juhu! Juhu! Und zwar... Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach so, ja, genau. 25 Minuten und so. Das soll's sein. Ey, hier sind der Sektenspinner, wie man so schön sagt. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Ja. Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Wie man sieht, ist mein Messenger mal wieder offen. Aber egal. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Okay. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Oh. Um den Mistkerlen hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Und bevor du dich versiehst, bist du nur ein weiterer Mistkerl mehr. Nein. Fuck. Dafür werde ich dir nichts beibringen. Ich wollte eigentlich runtergehen mit den Pfeiltasten, aber hier geht... Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Na klar. Wieso nein? Fuck. Nein. Dachte ich mir. Wir können das, glaube ich, jetzt stundenlang wiederholen. Da wird sich nichts mehr ändern. Shit. Ich hätte das andere... Ich wollte auch das andere nehmen. Aber, Rufus mit dem... aber wie gesagt, Pfeiltasten funktionieren hier nicht, sondern immer jetzt hier mit WASD beziehungsweise W und S. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her, aber
Hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt, jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Na, na, na. Kommst gleich auf die stille Treppe, wenn du das nochmal sagst. Der raucht sich erstmal eine. Na komm, rede mit mir. Mann. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Koa Kalom geschickt. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unsere Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Koa Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Naja, immerhin. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Vielleicht können wir Ach, der hat ja nur so ein Kraut hier. Nee, das behalten wir. Haben wir denn noch? Nee. Obwohl, was ist das denn? Heilung und Licht, ne? Behalten wir das mal. Oh, hier. Die ollen Schwerter. Nein, was habe ich getan? Diese Steuerung, ey. Ja, einen Bogen will ich eh nicht haben, den Blödsinn auch nicht. Nein, jetzt habe ich zu viel verkauft. Die Spitzhacke, glaube ich, brauchen wir noch. Traumruf. Schwarzer Weiser. Okay, dann nehme ich einfach mal ein paar Pfeile weg, dann passt das, ja. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Kraut eingesackt. Vielleicht können wir das irgendwo teurer verkaufen. Wo ist denn Rufus? Wo ist Rufus? Jetzt gehen sie alle an der Malore hier. Und Rufus ist mir weggerannt. Ich gehe mal eben hier hin. Vielleicht kann man ja mit dem hier reden. Okay, anscheinend nicht. Pass auf deinen Rücken auf! Na klar. Na klar. Auf meinen Rücken passe ich natürlich auf. So, jetzt holen wir mal hier nochmal hier. Everybody dance now. So, Lefty. Lefty. Der will auch nichts. Was ist das denn für einer? Oh, hier, da ist er. Der Reichslord nennt, schimpft er sich. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Klar. Hast du Arbeit für mich?
Geh zu Lefty. Er ist meistens hier vorne rechts neben der Scheune. Ja, dann gehen wir mal zu Lefty. Oder läuft er? Der rennt da. Der Bauer. Guck mal, wie er Arbeit für mich hat. Gar nicht. Ist das ein Bug? Weil eigentlich spricht er auch einen von selber an und sagt dann, du arbeitest. Hey du, was schleichst du darum? Nein, das sagt er nicht. Er sagt dann, warum gehst du nicht an die Arbeit? So. Weiter geht's. Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Gut, wahrscheinlich können wir jetzt immer noch keine Arbeit annehmen. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Klar, ich helfe gern. Gut. Geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Warum ist die Maus da? Hilfe! Das dürfte... Lefty schickt mich. Ach so! Was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut. Hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern. Also verteilt sie gleichmäßig. Psst. Schläger. Hier ist echt einer. Bauer? Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Erstmal den Leuten Wasser geben, die einen Namen haben. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Bitte, 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 bitte. Ist dir was Besseres eingefallen? Nein. Dachte ich mir. Verdammt. Die Frage ist echt, ob ich das jemals nochmal gut machen kann. Dass der mir eine Chance gibt, irgendwie. Ich glaube fast, da gibt's keine Chance mehr. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Na guck. So, wen haben wir denn jetzt hier noch? Noch ein Bauer, noch ein Bauer. Pock. Alles klar bei dir? Schön. Ja, schön mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Moment mal, wir hatten uns schon unterhalten. Nein, das ist ausgeschlossen. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Natürlich. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Ja, danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Na guck. Ich glaube, der wird mir keine große Hilfe mehr sein in Zukunft. Und war es auch noch nie bisher.
Wen haben wir denn hier noch? Gar keinen mehr? Gut, dann verteilen wir jetzt so viel Wasser. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Ich hatte übrigens so auch noch Wasser im Inventar. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Ha, den Spruch kenne ich doch irgendwoher. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Oh, den Satz und die Stimme kenne ich doch irgendwoher. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. So, jetzt wird es langsam eintönig. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Oh, was Neues. Na, guck. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Na, guck. Hatten wir den schon? Ich glaube, der hat sich wieder dahin gemischt. Ja, wusste ich's doch. Der hatte schon Wasser gehabt. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Alten Suffköppe. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. So, wen haben wir denn noch? Pock hatten wir schon. Hey, du! Was schleichst du da rum? Weiß doch selber nicht. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Ja, dann sauf dir mal tüchtig ein. Na, guck. Klappt doch mit uns. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Lass uns lieber über was anderes reden. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Ja. Ja, irgendwie gibt's ja keinen mehr, der uns für uns interessant wäre. Schade eigentlich. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Und wir hören die ganze Zeit denselben Satz, denselben Spruch und meistens dieselbe Stimme wieder. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Ja, ne? Ihr seid eine Familie. Och Gott. Entschuldigung. Das musste einfach jetzt raus. Es musste einfach raus. Es tut mir doch leid. Verzeiht mir, ich bin auch nur ein Mensch. Hey du! Gut gemacht. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Wir werden gleich Nein sagen dazu. Hey du, was schleichst du darum? Aber auch erst nur dann, wenn wir ein bisschen höher... Wir können das die ganze Zeit machen, wa? Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Ah, warte mal, wir können auch... Oder können wir das erst nur dann machen, wenn wir eine Pfanne haben? Ich glaube ja. Nämlich das Fleisch braten, anbraten. Dann gibt es uns, glaube ich, mehr Kraft oder sowas. Zumindest bringt es mehr. So, jetzt müssen wir nur noch diese Stängel loswerden, aber ich glaube... Wie viele Stängel habe ich denn überhaupt gekriegt? Wir müssen zum Tor vorne hin nochmal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay, da will nichts von uns. Huma. Das sind alle sehr gefährliche Leute, da sollte ich mich auch nicht mit rumprügeln. Haben wir eigentlich ein Level-Up schon geschafft hier? Lernpunkte 0. Das ist schlecht. Wenn Lernpunkte 0 sind. Aber jetzt haben wir hier ein paar Kollegen. Bandit. Ah, oh, Balkagan. Achso, das ist der, den wir... Hey du, was schleichst du darum? Manche lernen eben gar nichts dazu.
Mann! Es ist aber auch eine verflixte Steuerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, warte mal, wir kommen doch da so rein, ne? Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Da können wir immer noch nichts machen. Okay. Oh, hier ist auch einer. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Der hat ja richtig hier hat er ja richtig was. Ach, der hat sogar Waffen. Ein Schürhaken, den brauchen wir bestimmt. Eine Handaxt, wie gefährlich ist denn meine Axt zurzeit? Ach, natürlich sehe ich das nicht. Ich glaube, gefährlicher als das, was hier drin ist. 9. Ja, ich glaube, ich habe diese hier, diese verwitterte Axt. Also ich glaube, da kann... Wo verteile ich denn dieses Kraut jetzt? Sind das jetzt so ganz bestimmte Leute? Bandit? Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Yoga. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Ja, wenn ich Lernpunkte gehabt hätte, wäre das bestimmt sinnvoll gewesen. Aber vielleicht auch nicht, weil Akrobatik... Gut, dann kann ich von ganz oben runterfallen, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr so schnell sterben, aber... Och, mein Gott. Sterben. Was ist schon sterben? Bandit. So, jetzt gehen wir mal erstmal hier lang. Oh, und wieder fängt er das Schleichen an, dieser Lumpen hier. Butschi. Hi, wer bist du? Was geht dich an Dreck an? Deine Fresse gefällt mir nicht. Hey du, was schleichst du da rum? Schleich ich doch hey, gar du, nicht. Was schleichst du da rum? Wie soll er am Rad drehen? Hey, du! Wer? Ich? Genau du! Komm mal her! Hä? Irgendwas verpasst? Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Es gibt auch immer Querpfeifer. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Überall und... Oh, Schlösser öffnen. Das dürfte für uns irgendwann mal interessant werden. Aber jetzt ist es halt nicht mehr interessant, weil... Weil wir können jetzt eh nichts machen, wir können nichts erlernen, wir können gar nichts machen. Außer doof rumrennen und vergebens versuchen, hier irgendwie angenommen zu werden. Aber ich glaube, ich muss da draußen in dieses eine Lager dahin. Ach so. Okay, da kriegen wir auch noch nichts. Blade. Alles klar bei dir. Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez' Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Ist das nicht Diego seine Stimme? Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Ach, ich krieg dafür auch noch Geld? Oder Erz? Cool. Oder muss ich die Söldner einfach so an... Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Ja, die sind bestimmt ganz gierig darauf. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte einfach auf Ende gehen. Kann ich da mal... Wo wir gerade so von Ende sprechen oder so. Die Zeit ist ja schon wieder rum, ne? Torlauf, was ist denn Torlauf? Wer bist du? Ich bin Torlauf. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht.
kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen, das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Varus und seinen Jungs gut stellen, wenn du einen Tipp willst, Junge. Klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Aha. Okay. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Na klar. Ich bin hier der Dealer, bin ich. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Tja, die sind anscheinend sehr scharf auf dieses Kraut hier. Ruckzuck hat er die Flasche weg. Was macht der denn da? Läuft hier rum zu bannen. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Na klar. So, jetzt müssen wir mal nur mal gucken. Weil die Zeit ist ja eigentlich rum. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Na klar, na klar, na klar. So. Wie gesagt, Zeit und so. Was war das denn, wenn es fertig ist? Das wird ein Tanz. Hey du! Was schleichst du da rum? Hui! Der hämmert an seiner Bude da. Wen haben wir denn hier noch? So, die verpflegen wir jetzt noch mit Sumpfkraut. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Ja, das könnte durchaus möglich sein. So, jetzt wollen wir mal gucken. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Nein. Geh zur Seite! Chris Gray wird auf die Fresse, wenn du so weiter rumschreist. Ach. Bis später. Geh zur Seite! Geh du zur Seite. Wer redet überhaupt mit dir? Hör mal auf zu hämmern da. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Das ist natürlich auch eine Ansage. Ja, wollen wir uns mal verpissen. So, wir haben jetzt immer noch keine Quest gekriegt, wo wir jetzt hier ein bisschen vorankämen würden. Ist ein bisschen doof. Aber ich glaube echt, wir müssen erst Bandit werden. Everybody dance now! Boom, 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 boom. Ne? Rauschmeißer. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ja. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer, so kommst du hier nicht rein, Junge. Tja, das ist wirklich. Irgendwie bringt uns der Typ nicht voran. Ach, Moment mal, war nicht dieser komische Typ da? Everybody dance now! Das machen wir mal eben noch, ganz schnell. Zu diesem Sektenfreund. Weil ich glaube, ich habe jetzt alle verpflegt. Obwohl. Vielleicht noch nicht alle, aber die meisten. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Ja, ja, oh. Was kannst du mir über dieses Lager sagen? Es ist eine Art Zweckgemeinschaft, die wir hier haben. Jeder macht im Grunde, was er will. Aber wir sind so viele, dass Gomez uns nicht einfach ausrotten kann. Obwohl er das sicher am liebsten tun würde. Was habt ihr mit Gomez zu schaffen? Wir stehlen ihm sein Zeug. Oh. Das ist natürlich richtig Rowdy-mäßig. Ein rowdyhaftes Verhalten. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Na klar, natürlich. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das abgeschlossen haben. Ich habe das Kraut verteilt. Oh. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir.
Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Ich nehme die 100 Erz. Wie du willst. Hier. Nun bin ich recht beschert. So, jetzt muss ich aber auch mal sagen, ich glaube, ich muss Schürfer werden, damit es hier weitergeht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der neuen Folge wieder. Und hoffentlich ohne den nervigen Messenger, der hier dauernd alles reinklatscht. Okay, bis dahin. Ciao, ciao.